Mein heutiger Studiogast ist Direktor Franz Bohler vom IKA Reutte. Wie ist denn eigentlich der Andrang, die Nachfrage zu diesem Ausbildungszweig oder Zweigen? Wie gesagt, unser Themengebiet Automatisierung, Digitalisierung ist ein Thema, das, ich würde sagen, zukunftstauglich ist. Weil wenn man sich die Entwicklungen anschaut rundherum, geht eigentlich alles in diese Richtung. Und was wir ausbilden, ist, so denke ich und so denken wir alle, eigentlich die Basis, um in dieser ja, neuen Form, neuen Berufs- und Arbeitswelt einen passenden, guten Platz zu finden und dementsprechend auch mit technischen Kompetenzen an den Lösungen der Zukunft zu arbeiten. Ich muss jetzt noch ein bisschen ausholen, das IKA ist ja so quasi eine Sonderform des HTL-Angebots in Österreich. Also hier im Bezirk sowieso einzigartig, Tirol, wie schaut es eigentlich da damit aus? Also die HTLs im Prinzip sind ja als Langform bekannt, sprich es gehen 15- bis 19-Jährige in die HTL. Wir bieten als Sonderform eben das für Erwachsene an, wo in einer kompakten, kurzen Form dieser Abschluss nachgeholt werden kann. Und im technischen Bereich sind wir als Tagesform eigentlich die einzige Sonderform in Tirol. Es gibt noch Abendformen, wobei die Abendform natürlich eine immense Belastung für Studierende ist, dass man den Berufsweg wählt und am Abend in die Schule geht sozusagen. Was wir jetzt als Sonderform anbieten in Zukunft, dass wir auch das Angebot berufsbegleitend installieren. Das heißt, Studierende können nun zum Beispiel 2 Tage im Betrieb bleiben und dann 2 bis 3 Tage bei uns sein, weil wir sehen, wir müssen uns viel mehr auf individuelle, flexible Lösungen konzentrieren, weil einfach in Zukunft Erwachsene in der Weiterbildung genau diese Wünsche haben. Und da heißt es einfach, sich darauf einzustellen. Wie sehen Sie eigentlich die Zukunft dieser Ausbildungsform, sagen wir mal in 5 Jahren? Stichwort Industrie 4.0. Dieses Stichwort, denke ich, sagt alles. Die Industrie, die Wirtschaft wird sich dahin entwickeln. Rundherum spricht man von Digitalisierung. Und die Ausbildung, die wir bieten, deckt genau diese Themenfelder ab. Wir bieten also an Automatisierung, Robotik, Informationstechnologie, Netzwerktechnik, Prozessdatentechnik, also all das, was eigentlich in Zukunft Menschen brauchen, die in unterschiedlichen Branchen hier tätig sind. Sie bieten unter anderem auch sogenannte Online-Infoabende an. Wie funktioniert das konkret? Das basiert noch einer Anmeldung, dass wir dann eine Plattform freischalten, wo wir dann sozusagen online einerseits die Schule vorstellen, auf Fragen eingehen können, ein bisschen was zeigen auch von unserer Ausbildung ja, und ins Gespräch kommen können. Ich denke, bei all diesen Informationen ist immer der persönliche Kontakt, das Gespräch mit Interessenten ganz wichtig, dass wir hier einfach informieren, Beziehungen aufbauen, beraten. Wir haben ja gesagt, IKA, wo Technik Menschen verbindet. Herr Direktor, welche Kompetenzen werden künftig den Techniker gestellt? Es ist im Prinzip sehr schwer vorauszusehen, was in 5 bis 10 oder 15 Jahren an wichtigen Fertigkeiten, Fähigkeiten, an Wissen notwendig ist. Aber eines, denke ich, ist klar. Es braucht eine fundierte technische Ausbildung, die bieten wir. Und dazu müssen wir entsprechend unserem Motto auch menschliche Fähigkeiten fördern und fordern. Wir sprechen heutzutage von den Soft Skills, von den 21st Century Skills. Das sind Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, wie Selbstkompetenz. All das ist genauso wichtig und denke ich, in Zukunft braucht es diese Menschen, die menschlichen Fähigkeiten, dazu zähle ich auch die Kreativität, die in Zukunft uns helfen, die Fragen der Zukunft zu lösen. Technik alleine genügt nicht, es braucht dieses Potenzial von menschlichen Ressourcen, die wir hier ansprechen. Und es heißt in Zukunft auch, dass diese 4 Ks so wichtig sind. Kollaboration, das heißt Zusammenarbeit, Kreativität, kritisches Denken. Also diese Punkte sind entscheidend notwendig und wir legen in der Ausbildung Wert darauf, dass unsere Studierenden auch in diesen Bereichen sich weiterentwickeln. Da muss ich noch nachhaken, und zwar speziell, was in der heutigen Zeit momentan groß publiziert wird, das Thema 1 Klimawandel, Thema 2 ein sogenanntes Blackout. Natürlich braucht es hier technische Lösungen, das ist keine Frage. Techniker müssen an zukünftigen Fragen arbeiten. Klimawandel wird nicht ohne Energielösungen gehen, das ist keine Frage, ohne Mobilitätslösungen gehen.
Dafür natürlich bilden wir auch Techniker aus. Genauso das Thema Blackout ist eine Frage von Energieressourcen. Und auch hier braucht es dementsprechend Techniker, die kompetent sind, sich diesen Zukunftsfragen zu stellen. Und genau da kann sich die Technik bzw. die Automatisierung etc. einbringen. Natürlich. Aber wie schon gesagt, es braucht Technik und es braucht die menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu, die genauso wichtig sind. Der Schulträger selbst, haben wir auch schon kurz angerissen, der wird ja als Verein geführt. Welche Erfahrungen hat man bisher gemacht damit? Wir sind sehr gut bisher zurande gekommen als Privatschule. Heißt das natürlich, dass wir das Budget, das die Schule braucht, über den Verein finanzieren müssen. Das heißt, der gesamte Sachaufwand wird vom Verein finanziert. Das heißt, die Betriebe der Region und das Land Tirol. Das Schulgebäude wird vom Land Tirol gratis zur Verfügung gestellt. Wir sind sozusagen kostenlose Mieter. Die Lehrer sind vom Bund Angestellte und finanziert. Aber wie gesagt, der gesamte Inventaraufwand muss finanziert werden und das schaffen wir sehr gut mit Unterstützungen aller Betriebe, mit Sponsoring durch zum Beispiel die industriellen Vereinigungen. Wir schauen auch, dass wir sehr viele Netzwerke aufbauen können und uns sozusagen gemeinsam in Synergien schaffen können. Ich denke, dass wir Labors in der Wirtschaftskammer benutzen können, dass wir in Zukunft Labors bei Planse mitbenutzen dürfen. Also hier sind wir sehr gut vernetzt, um einfach im gemeinsamen Sinne diese Ausbildung in der Region weiter fester zu verankern. Apropos Lehrkräfte, wie schaut es da aus? Haben Sie genug? Beziehungsweise wie viele Lehrkräfte unterrichten derzeit? Wir haben derzeit 18 Lehrende, wobei die meisten keine Vollzeitlehrer sind, sondern meistens Techniker, die sonstige Tätigkeitsfelder haben, das heißt eigene Firmen haben, Angestellte sind, Unterrichtende sind an anderen Einrichtungen, zum Beispiel an Unis oder am NCI und so weiter. Es ist nicht immer einfach, entsprechende Experten zu finden. Wir bauen jetzt zurzeit gerade mit dem MC Innsbruck eine Verbindung auf, um auch hier dementsprechend die Fachkräfte nach Reutte zu holen und unseren Studierenden eine wirklich fachlich fundierte Ausbildung bieten zu können. Und die neuen Möglichkeiten, die wir haben, einerseits Präsenzlehre, einerseits auch das Online-Angebot, schaffen hier schon Möglichkeiten, dass nicht immer alle am gleichen Ort sein müssen. Wir haben jetzt eine ganze Menge über diese Schulform, über die HTL-Ausbildungsform jetzt erfahren. Bevor es mit unserem interessanten Gespräch weitergeht, schauen wir uns den zweiten Teil von Geheimes LP Knallpunkt.